Ich darf Sie im Namen der High-End Society ganz herzlich willkommen heißen, hier auf dem High-End Kolleg, früher Technologiebühne, zu einem Vortrag von Michael Sambetzky von Sambetzky Elektrostaten über ein innovatives Lautsprechersystem. Ja, schönen guten Tag. Michael Sambetzky ist mein Name, Sie haben es gerade gehört, von der Firma Sambetzky Elektrostaten. Wir sind seit 35 Jahren mittlerweile am Markt, nicht immer gleich präsent und wahrscheinlich hat der eine oder andere von uns auch noch nie gehört. Aber wir beschäftigen uns seit dieser Zeit mit der Optimierung von der Schallwandlung und der Verstärkung von HiFi-Informationen aller Art, insbesondere natürlich für den Heimbereich. Und das Thema, über das ich heute sprechen möchte, nämlich die perfekte Musikwiedergabe ohne negativen Einfluss des Hörraums, ist eigentlich aktuell geblieben und war es immer gewesen. Das heißt, das, was wir üblicherweise zu Hause tun, Lautsprecherboxen in einen Abhörraum, Wohnzimmer etc. stellen, ist nicht ganz problemfrei, wie viele sicherlich auch schon bemerkt haben und leidlich bemerkt haben könnten. Also im Grunde ist der Lautsprecher im Hörraum ein Kompromiss, der sich alleine schon dadurch darstellt, dass ein großer Hörraum auch in der Regel große Lautsprecherboxen erfordert, um den Raum eben mit entsprechendem Volumen zu beschallen, und ein entsprechend kleiner Hörraum in der Regel auch mit einem sehr relativ kleinen Lautsprecher zurechtkommt oder besser zurechtkommt als auf jeden Fall mit einem großen. Das heißt also, das ist eine Einheit, so ein Lautsprecher-Set und der Hörraum. Es muss aufeinander abgestimmt werden. Wenn man das geschafft hat, dann ist das immer noch nicht in jedem Fall perfekt, weil es hängt noch von weiteren Dingen ab, ob ein Lautsprechersystem, eine HiFi-Anlage gut klingt oder nicht. Und zwar ist der Hörraum unterschiedlich beschaffen. Das heißt, Sie haben eine Einrichtung, die haben ein Mobiliar in dem Raum stehen, Sie haben möglicherweise aus ästhetischen Gründen bestimmt, wo die Lautsprecher aus Ihrer Sicht stehen sollten. Möglicherweise ist das aber nicht der optimale Platz aus akustisch-physikalischer Sicht. Das heißt, da gibt es noch viel zu rücken und zu schieben, um die Qualität der Wiedergabe, insbesondere räumliche Wiedergabe der virtuellen Bühne, nochmal zu verbessern oder auch tonale Verbesserungen herzustellen. Das ist schon eine ziemliche Arbeit, das hat der eine oder andere sicherlich schon mal leidlich erfahren. Und manchmal muss halt auch der Kompromiss gewählt werden zugunsten der Ästhetik des Wohnraums. Das heißt, ein Lautsprecher wird nicht aus physikalischen Gründen optimal gewählt, sondern aus ästhetischen Gründen. Das heißt, er wird vielleicht zu klein gewählt, er wird nach einem anderen wichtigeren Thema gewählt, was weiß ich, Ästhetik des Lautsprechergehäuses, das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Und somit gehen wir viele Kompromisse ein, um ein Lautsprechersystem im Hörraum zu installieren. Und dazu kommt, dass wir letztendlich auch den Hörraum als solcher mit seiner Raumakustik immer wahrnehmen. Das heißt, wenn wir Musik spielen über unsere HiFi-Anlage, dann hören wir halt nicht nur das, was mal auf der Konserve aufgenommen wurde und wiedergegeben wird, sondern wir hören noch zusätzlich den eigenen Klang des Raumes, den Sound des Raumes mit. Und das führt in manchen Fällen zu sehr frustrierenden Hörerlebnissen, insbesondere dann, wenn man einen Wohnraum hat mit wenig Weichmaterialien, also Polsterungen und Teppichen und Vorhängen, sondern eher kühl installiert hat oder Wohnstil gewählt hat, dann ist das Ganze eben noch unerträglicher. Also es ist schon eine Aufgabe, das zu optimieren, und hängt von vielen Faktoren eben ab. Anders wäre das, wenn man dieses Raumproblem gar nicht hätte, also komplett ausblenden könnte. Und das würde man natürlich tun, wenn man einen Kopfhörer aufsetzt. Dann ist dieses Thema Raumproblem auf jeden Fall erstmal nicht mehr vorhanden. Die Frage kann man sich trotzdem mal stellen, kann der Kopfhörer das Hörraumproblem lösen? Mal abgesehen davon, dass Sie nur noch individuell hören können und nicht zusammen, wenn Sie das gerne wollen, ist dann das Problem Hörraum, Akustik komplett erledigt oder nicht, dann sollte man sich erstmal die Vorteile des Kopfhörers genauer angucken. Festgestellt haben wir schon, die Raumakustik ist natürlich ausgeschlossen.
Der Vorteil weiterhin bei kleinen Lautsprechern, wie sie nun mal in Kopfhörern verbaut sind, das sind ja winzige Membranen, die sind natürlich physikalisch auch im Vorteil gegenüber großen Membranen, großer Lautsprecher. Sie haben eine geringere Masse und sind also viel schneller auch zu beschleunigen als auch wieder abzubremsen. Das heißt, sie folgen dem musikalischen, elektrischen Signal sehr präzise. Das ist ein großer Vorteil bei Kopfhörern. Naja, und dann auf der anderen Seite haben wir dann weniger Störungen bei Familienangehörigen oder Nachbarn. Wenn wir in der Nacht mal laut Musik hören über Lautsprecherboxen, dann kann uns das Ärger bereiten mit den Nachbarn. Bei Kopfhörern ist das in der Regel hier ausgeschlossen. Wir haben auch weniger Aufstell- und Platzprobleme. Also wer schon beengt wohnt, wird den Kopfhörer daher auch schätzen. Und auf der anderen Seite auch in Sachen finanziellen Einsatz, was muss ich bezahlen für die Dinge, ist natürlich ein Kopfhörer, der einen deutlich kleineren Verstärker braucht, durchaus guter Qualität, ist er eben günstiger zu bekommen als für Lautsprecherboxen. Das ist also auch ein preiswerteres Verfahren, mit Kopfhörern zu hören. Aber es gibt leider auch Nachteile. Beim Betrieb oder beim Musikhören mit Kopfhörern, weil wir haben, das wird der eine oder andere sicherlich auch schon mal leidhaft erlebt haben, dass die beispielsweise eine Gesangsstimme, die normalerweise vor uns erscheinen würde, bei Lautsprecherwiedergabe im Kopfhörer, aber letztendlich mitten im Kopf sozusagen zu hören ist und sozusagen in unserem Kopf sich die Musik mehr oder weniger abspielt und nicht vor uns oder neben uns. Das ist die sogenannte In-Kopf-Lokalisation, die eben nicht jeder so angenehm und findet und mag. Das andere ist, dass die Kopfhörer zwar Bassfrequenzen, also Basstöne, sehr tiefe Frequenzen durchaus auf unser Trommelfell bringen. Das heißt also, tonal können wir auch sehr tiefe Töne wahrnehmen mit Kopfhörern. Das ist eine gute Sache. Auf der anderen Seite empfangen wir Schall eben auch über unsere Körperoberfläche, über unsere Haut. Und das wird auch unserem Gehirn quasi als Signal, als Information gemeldet. Also wir empfangen Musik über die Ohren als auch über den gesamten Körper. Und das Ganze ist dann die komplette Musik erst dann. Und das mir persönlich ist das sehr früh schon aufgefallen, dass mich das nicht befriedigt hat, mit Kopfhörern zu hören, weil mir immer etwas fehlte, was ich erst später entdeckte, woran es dann eigentlich lag, nämlich dass ich über meine Haut eben auch Druckunterschiede, die gerade eben im Bassfrequenzbereich liegen, eben wahrnehme und verwerte in meiner Wahrnehmung. Ja, zum anderen ist es halt so, dass das Tragen eines Kopfhörers auch lästig sein kann, weil er Druckgefühl erzeugen kann oder weil man im Hochsommer vielleicht auch darunter schwitzt. Also ein paar Nachteile dieser Art sind natürlich vorhanden. Der ideale Schallwandler ist es somit auch nicht. Und dann kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, also wenn es dann doch eher Lautsprecher sein sollen, wie könnte man denn noch weiter die Situation verbessern mit den Lautsprechern? Und da muss man sich natürlich zunächst erstmal fragen, was sind denn eigentlich die Probleme? Also wie kann ich die dingfest machen? Nur was ich kenne, kann ich auch vielleicht bearbeiten und lösen. Und das habe ich jetzt mal aufgeteilt in zwei Themenschwerpunkte, also die Hörraumakustik und die Lautsprecherwiedergabe dann unterteilt in Störung tonaler Art und Störung der virtuellen Bühne, also der Stereoortung. Beides sind große Probleme im Raum, bei Lautsprecherwiedergabe im Raum, und da möchte ich jetzt im Detail mal drauf eingehen. Das heißt, bei den tonalen Störungen angefangen, das sind im Grunde Veränderungen des Musiksignals, das den Lautsprecher verlässt und bei uns dann verändert am Ohr ankommt. Und zwar bedingt dadurch, dass unsere Räume aufgrund ihrer Geometrie dazu neigen, bestimmte Frequenzen anzuregen als Resonanzfrequenz sozusagen. Und dass diese Resonanzfrequenzen den Schalldruck in dem Fall erhöhen, also den Ton in seiner Lautstärke erhöhen. Aber es werden auch andere Frequenzen möglicherweise
abgeschwächt. Das heißt also, das ist dann eine tonale Störung, dass eben nicht mehr alle Töne gleich laut bei uns ankommen, so wie der Lautsprecher sie eigentlich abgestrahlt hat. Und das in größeren Räumen wie Kirchen oder in Sälen kennen wir natürlich dann noch das Thema Hall und Echo. Das heißt also, wenn dann die Wandabstände so groß sind, dass wir sogar dann das Hin- und Her-Reflektieren des Schalls wahrnehmen können. Das können wir nur ab einer bestimmten Zeitfolge. Das heißt also, in größeren Räumen haben wir diesen großen Wandabstand. Dann hören wir halt sowas wie Hall und Echo auch noch heraus, was natürlich auch noch eine Störung ist, die wir so nicht wollen und die natürlich im Original auch nicht vorhanden ist. Die andere Störung ist die der räumlichen virtuellen Bühne. Das heißt also, die Musik wurde aufgenommen in einer Situation, wo man mit Mikrofon versucht hat, die Darbietung auch in der räumlichen Breite und Tiefe so aufzunehmen, dass man sie hinterher bei der Wiedergabe auch so wahrnehmen kann. Also wenn eine Sängerstimme in der Mitte steht und links eine Gitarre und rechts eine Geige beispielsweise, dann möchte ich natürlich die auch links und rechts vom Sänger wieder hören. Und dahinter sind möglicherweise ja weitere Musizierende, die man auch dann als weiter hinten stehend wahrnehmen möchte. Und das kann in unserem Wohnraum gestört werden, diese Wahrnehmung, oder zumindest behindert werden, durch Reflexionen des Schalls, der vom Lautsprecher ausgehend einerseits zum Hörer direkt kommt, aber andererseits auch über Wände, Decken und Boden zeitverzögert nachgeführt wird. Das heißt, wir hören im Grunde nicht nur den direkten Schall, sondern auch einen indirekten Schall, der über die Wände und so weiter verzögert kommt. Und der erschwert uns, dieser indirekte Schall, in der Summe mit dem direkten Schall, die präzise Wahrnehmung der Aufstellung von Musikern auf ihren entsprechenden Plätzen. Und das ist natürlich ein Nachteil, der uns das Hören erschwert. Das heißt, wir ermüden auch schneller in solch einer Situation. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Wie vermeiden wir die tonalen und die also tonale Störung und Störung der Stereoortung? Da gibt es also seitens der Industrie zwei grundsätzliche Schwerpunkte. Das heißt einmal die elektronische Lösung, die wird mit computerorientierten Verfahren über ein Mikrofon eingemessen und entsprechend korrigiert. Das ist also dieses elektronische Verfahren, das uns hilft, zumindest am Hörplatz optimale Bedingungen bezüglich der Tonalität zu bekommen. Das heißt also, mit diesem computeroptimierten Verfahren können wir schwierige Räume, also gerade Räume, die wenig Polsterung und wenig Vorhänge und Teppichböden haben, zumindest bezogen auf den Hörplatz zu doch sehr präzisen tonalen Wiedergaben bringen. Leider hat das Ganze einen Nachteil, das habe ich jetzt auch gleich mal vorweggenommen, bevor ich da weiter darauf eingehe. Das bezieht sich wirklich nur auf den Hörplatz, die Verbesserung. Es kann aber sein, dass an einem Nebenplatz wie Esstisch oder da irgendwo in der Bibliothek, die vielleicht im selben Raum noch vorhanden ist, wenn Sie da sitzen und Musik hören, dann ist diese Darbietung an der Stelle tonal sogar schlechter. Das ist möglich, dass das passiert. Das sollte gleich mal vorneweg gesagt werden. Das Ganze hat natürlich Kosten zur Folge, das ist ganz klar, so eine Situation, da wird meistens auch noch jemand gebraucht, der das als Fachmann sozusagen installiert und ausmisst, das hat seinen Preis. Wie das dann im Detail aussieht, möchte ich eigentlich in Form einer Grafik oder zweier Grafiken mal zeigen. Das heißt also, wir haben hier eine Grafik, die ist so aufgeteilt, dass hier von links nach rechts die Frequenz aufgetragen ist, 10 Hertz bis 20 Kilohertz, also unseren Hörbereich. Und nach oben hin halt die Amplitude, also die Intensität des Tones. Und da ist so eine rot-orangene Linie eingezeichnet, die soll die Ideallinie sein. Also so wäre es gewünscht, das Signal, so sollte es vom Lautsprecher bei uns auch ankommen. Und man sieht hier in einem Raum X, das ist jetzt ein beliebiger Raum, Wohnraum,
der deutliche Störungen zeigt von der Ideallinie, also abweichende Spitzen und Senken hat. Das sind also diese tonalen Störungen im Tieftonbereich, die wir so Raummoden nennen, also Resonanzen in verschiedenen Frequenzbereichen, die sich ergeben durch die Geometrie des Wohnraums. Und die sind im Bereich bis 300 Hertz, das ist hier an dieser Stelle doch sehr heftig. Darüber hinaus beruhigt sich das Ganze. Es ist zwar immer noch eine Abweichung im Mitteltonbereich und im Obertonbereich vorhanden. Damit könnte man letztendlich schon ganz gut leben. Also am meisten betroffen ist im Wohnraum die Raumakustik eigentlich in dem Bereich Grundton, Tiefton. Und nach dieser Computeroptimierung sieht das dann so aus wie auf der rechten Grafik. Da sieht man sehr deutlich, dass die großen Schwankungen eigentlich verschwunden sind. Kleinere Spitzen, insbesondere die nach unten gehenden, sind noch vorhanden. Also im Bereich von 35, 33, 35 Hertz ist da nochmal eine Spitze. Aber das sind so Dinge, da kommt Musik auch selten vor. Also wer nicht gerade Orgelmusik hört, der hört bei 33 Hertz selten noch ein Instrument. Aber es ist auch sehr eingeschränkt. An dieser Stelle würde ich sagen, ist die Kurve sehr, sehr gut erreicht und die tonale Wiedergabe am Hörplatz wird auf jeden Fall zufriedenstellend klingen. Die andere Methode, einen Hörraum zu verbessern, ist die Bearbeitung der Akustik mit entsprechenden akustischen Dämpfungsmitteln oder Verteiler-Dingen. Also Schallverteiler sind zum Beispiel die auf der linken Seite im Bild. Sogenannten Diffusoren, das heißt also Schall, der eintritt, wird nicht Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel wieder von der Wand reflektiert, sondern der Schall wird gestreut. Das verbessert also schon mal die Situation insofern, als dass wir nicht alle Sekundärschallquellen mehr hören. Das heißt also, durch die Verteilung in alle möglichen Richtungen wird das schon mal etwas entschärft mit dem indirekten Schall, aber manche Wohnräume haben eben noch das Problem, dass sie bedämpft werden müssen, weil sie Überhöhungen in den bestimmten Frequenzen haben. Und da gibt es Dämmmaterialien, man sieht auf der rechten Grafik Schaumelemente oder Bassfallen gibt es auch für die tiefen Frequenzen wirken. Also Bassfallen, das sind Resonatoren, die Energie entziehen, die zu hoch ist. Das ist eine komplizierte Geschichte. Man muss also sehr viele Berechnungen anstellen für den jeweiligen Wohnraum. Und man sieht auch, dass das eigentlich rechts in diesem Fall gar kein Wohnraum ist, sondern ein Aufnahmeraum für Musik. Und das ist aber das gleiche Problem. Das heißt also, ob Sie Musik wiedergeben oder Musik aufnehmen, Sie haben den Hörraum als Problemraum. Und insofern eignet sich natürlich dieses Bild auch, um es darzustellen, wie es dann gelöst wird und beziehungsweise wie es dann auch aussieht, weil das ist ja auch jetzt ein Problem der Ästhetik. Wenn man so eine Dämpfung und Bearbeitung in der Akustik gemacht hat, dann muss man sich fragen, ob das noch mein Wohnraum ist. Das ist natürlich ein Thema, wobei dazu muss man sagen, wenn man natürlich einen möblierten Raum hat mit möglichst viel Polsterung, da muss man auch nicht so viele Elemente einbauen. Das ist natürlich auch ein Vorteil, dass man das dezenter gestalten könnte. Ja, das ergibt also dann, wenn man es richtig gemacht hat, die akustische Ausgewogenheit. Der schöne Vorteil dieser, also ein Nebeneffekt ist das eigentlich, ist, dass der Raum akustisch grundsätzlich wärmer klingt. Das heißt, auch für die menschliche Unterhaltung, zwischenmenschliche Kommunikation im Raum, ist ein solcher akustisch richtig bedämpfter Raum auch ein angenehmerer Raum. Wenn Sie in einem leeren Raum sind, wie zum Beispiel in einer Wohnung, die Sie gerade renovieren wollen, die ist leer und sprechen Sie darin, Sie merken, dass es halt wieder und das ist völlig unangenehm. Manchmal fühlt man sich wirklich sehr unwohl. Das heißt also, gegenüber der elektronischen PC-Einmessung hat diese raumakustische Bearbeitung des Hörraums auch noch einen weiteren Nebeneffekt, der positiv sich einstellt. Aber auch diese Veränderung der Raumästhetik, habe ich erwähnt, muss man mögen oder hinnehmen. Zum anderen auch das hat seinen Preis. Das gibt es natürlich nicht für kleines Geld. Das ist auch für Fachleute, also müssen Fachleute rein, um es richtig zu machen. Und die muss man dann natürlich auch bezahlen. Wir haben uns was anderes ausgedacht. Wir haben gesagt, okay, wir machen das eher so, wie das im Regieraum bei Rundfunkanstalten beziehungsweise bei Aufnahmen von Musik im Studiobereich gemacht wird, in dem Raum, wo die Mischer, also die Tontechniker sitzen und das Signal sozusagen von dem Mikrofon empfangen und dann die Musik konservieren.
und bearbeiten, die machen eine sogenannte Nahfeldmonitoring-Situation. Das heißt, man geht mit Lautsprechern ganz nah an die Menschen oder der Mensch muss relativ nah an den Lautsprecher gehen. Ich habe da auch eine Entfernungsgröße von 2 bis 4 Feet, das ist also bis zu 1,20 Meter etwa gemeint, sollten die Lautsprecher auseinanderstehen bzw. zum Hörer entfernt stehen, weil das ist erwiesen, dass man unterhalb dieser Entfernung den Raum als Störfaktor nicht hört. Das heißt also, wir sitzen so nah an den Lautsprechern, dass es die Raumprobleme, die ich vorhin mal beschrieben habe, nicht hörbar sind. Die sind zwar irgendwo da, aber nicht an der Stelle, wo ich höre. Können wir das nachher machen mit den Fragen? Das heißt, das ist eine Situation, das hat natürlich mit Psychoakustik zu tun. Das heißt, wir können einfach nicht differenzieren in unserem Gehirn Zeitunterschiede, die zu klein sind. Ja, also zwischen zwei Phänomenen, die zeitlich sehr nah beieinander sind, können wir nicht unterscheiden. Und deswegen funktioniert das im Nahfeld eben sehr, sehr gut. Das Ganze hat natürlich auch einen Nachteil. Nicht jeder Lautsprecher ist dazu geeignet, insbesondere keine Standboxen. Das heißt, wir müssen also gucken, dass wir einen Lautsprecher finden, der möglichst eine Schallquelle erzeugt. Also ein sogenannter Breitbandlautsprecher wäre hier also ideal. Da gibt es im konventionellen elektromagnetischen Lautsprechern, also das, was wir hier zum Beispiel kennen, das sind elektromagnetische Lautsprecher, da gibt es nicht viele gute Beispiele, die das können. Das ist also der Nachteil. Und zwar liegt das daran, dass man bestimmte Eigenschaften bei Lautsprechern erwartet, ähnlich wie ich es bei Kopfhörern vorhin schon mal dargestellt habe. Eine leichte Membran, die schnell genug arbeitet, was bei Kopfhörern kein Thema ist, bei Lautsprechern, die deutlich größer in ihrer Abmessung sind, nicht so einfach. Sie haben relativ hohe bewegte Massen, also eine Bassmembran kann durchaus mal so plus minus 100 Gramm wiegen, die anzutreiben und zu bremsen, das hat was mit Zeitverzögerung zu tun, das heißt also mit Veränderung des Signals. Das heißt, was wir brauchen, ist eine quasi massefreie Membran, die schnell genug ist, die Dynamik der Musik im ursprünglichen Sinne wiederzugeben, also präzise wiederzugeben. Und ein Breitbandsystem, also wenn ich einen Schallwandler habe, der alle Frequenzen überträgt, dann arbeitet er auch nicht mit den Problemen, dass er von zwei Lautsprecher-Chassis die Signale abgeben muss, die dann zeitverzögert auch abgestrahlt werden können. Also die Phasenrichtigkeit ist hier gemeint, kriegt man am besten hin mit einem einzelnen Lautsprechersystem. Ja, das geht am besten mit einem Lautsprecher, der über die gesamte Membranoberfläche auch angetrieben wird und nicht wie bei Konuslautsprechern mit einer Schwingspule, die eine größere Fläche sozusagen antreibt, weil man sich vorstellen kann, wenn die Schwingspule sehr schnell ist, dass dann der Rest der Membran aufgrund ihrer Membranmasse gehemmt ist in der Bewegung und dann gibt es sogenannte Gegenbewegungen, je nachdem, welche Frequenzen da abgestrahlt werden. Das heißt also, Konuslautsprecher müssen gut konstruiert sein und haben meistens aber den Effekt immer noch nur bei guten Konstruktionen etwas geringer ausfallend. Das heißt also, Störungen durch das Lautsprechersystem wären idealerweise auch noch mal zu bearbeiten. Das haben wir dann mit unserem ESL Home System gemacht. Das ist also ein Nahfeldmonitor, den wir hier auf der Messe ausstellen und vorführen, der mit einem elektrostatischen Membransystem arbeitet, das diese Fehlermöglichkeiten nicht beinhalten kann, weil es eine hauchdünne Folie ist, die also quasi masselos arbeitet und wird an jedem das Molekül der Folie sozusagen mit sogenannten elektrostatischen Feldlinien bewegt. Das heißt, es gibt nicht einen Ring, der sich bewegt in einem Magneten, sondern es gibt ganz viele Tausende von Fäden, so muss man sich das vorstellen, die an der Membranoberfläche elektrisch arbeiten, also elektrostatisch arbeiten. Und damit sind diese Fehler alle nicht mehr vorhanden. Das heißt, wir haben dann die geforderten Membraneigenschaften, die ist quasi massefrei. Sie arbeitet, weil sie alle Frequenzen überträgt, von 40 in diesem Fall Hertz bis 20.000 Hertz, so mit Phasen richtig. Es ist sozusagen der perfekte Antrieb für diese Membran.
Und wir haben dann noch weitere Eigenschaften, die positiv herausgestellt werden können, mit diesem System erreicht. Nämlich, wir können die Probleme eines Kopfhörers, also die Nachteile, die wir vorhin besprochen haben bezüglich Kopfhörer, In-Kopf-Lokalisation, kein Bassgefühl über den Körper. Diese Dinge haben wir gleichzeitig miterschlagen, weil unser System wird nicht getragen, sondern es ist ein System, wie man es vorhin auf der Grafik gesehen hat, vor einem steht, nur mit einer anderen technischen Eigenschaft, nämlich dem elektrostatischen Antrieb. Wir fokussieren den Schall auf den Hörenden. Das bedeutet, wir brauchen keine Riesenflächen, weil wir einen großen Wirkungsgrad erzielen mit sehr kleinen Flächen. Das werden Sie gleich noch am Bild sehen, was ich Ihnen zeige. Die Bässe sind, wie gesagt, fühlbar. Umgebungsgeräusche, die wir vielleicht, wir haben ja auf der Messe sehr große Umgebungsgeräusche, trotzdem führen wir da in einem offenen Bereich vor. Sie werden sehen, man taucht regelrecht ein in die Musik und wird an die Messegeräusche werden wirklich weggeblendet, nicht ausgeblendet, aber deutlich zurückgestellt, sodass man durchaus ordentlich Musik hören kann. Und sie stören auch mit diesen Lautsprechern weniger ihre Nachbarn oder Familienangehörige, weil sie einfach, wenn sie näher dran sitzen, gar nicht so laut hören. Das heißt also, weniger Probleme als Umgebungsgeräusche erzeugen können. Ist also somit auch ideal für den nächtlichen Musikgenuss ohne Kopfhörer möglich. Ja? Das heißt also, sie stören ihre Umgebung nicht so sehr. Und das Ganze hat dann eben auch den Vorteil, sie brauchen nicht sehr viel Platz dafür. Es funktioniert eigentlich in jedem Raum. Das ist wichtig, weil die Konstellation Lautsprecher, Hörabstand 1 Meter, maximal 1,20 Meter, wenn Sie die einhalten, können Sie es in jedem Raum, ob Kirche oder Keller oder WC machen. Das funktioniert immer aufgrund dieser Konstellation. Also es ist sehr flexibel einsetzbar. Und Sie müssen keine weiteren Kosten erbringen für irgendwelche zusätzlichen Bedämpfungsmaßnahmen oder Einmessverfahren. Ja, also das ist der ideale Nahfeldmonitor oder eben Lautsprecher für den Hörraum. Den können Sie bei uns auf dem Stand sehen und hören. Also Halle 2 ist unser Stand, nämlich H02. Da finden Sie uns und würde mich freuen, wenn der eine oder andere mal vorbeischaut. Wir können übrigens da auch noch über Dinge sprechen, weil hier kommt gleich der Nächste und möchte seinen Vortrag halten. Also kommen Sie einfach zu mir an den Stand, hören Sie, sprechen wir drüber. Alles klar. Gut, danke schön, dass Sie zugehört haben und ja, noch viel Spaß auf der Messe.